Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier zu der, ich glaube, mittlerweile 17. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe, in Elden Ring. Oh, wirklich, diese Titelmusik ist so gut, Mann. Ihr seht vielleicht einen kleinen Unterschied. Ich bin Stufe 45 und das hat auch einen Grund. Ich habe ein bisschen gelevelt. Weil ich wollte in dieses neue Gebiet unbedingt reinstarten und ja, meinen Hammer ausrüsten können. Und ja, hier. Ich kann ihn jetzt spielen, weil ich habe 31 Stärke. Denn ich kann Radagons Narbensiegel einfach nutzen. Das gibt ja nochmal 3 auf die Stats drauf. Und ja, wir kriegen zwar mehr Schaden, aber haben... Bonk. Nice. So, und... Ja, wir sind schon hier in dieser wunderschönen Welt wieder. Oh, wie schön. Wir haben hier 2, 3 Leute zum Reden. Also, ja, hier 2, aber wir werden bestimmt auch noch mehr finden. Und richtig krass viel zu erkunden, wenn wir uns das hier alles angucken. Oh, auch so wunderschön. Ein Schloss in der Mitte. Wahrscheinlich wird das nächste Gebiet sein, wo wir hin müssen letztendlich. Aber ich wollte noch einmal eben sagen, natürlich habe ich jetzt nicht alles hier in dem ersten Gebiet gemacht, in dem Gebiet hier so. Ich hoffe, ich habe so 90% gemacht. Ich weiß auch noch so ein paar Bosse, also den hier habt ihr auch schon gesehen. Hier gibt es zum Beispiel auch noch einen Boss, könnte ich mir auch eben markieren. Wo ist es denn? So, ne? Oder den können wir auch noch machen. Und ja, ich habe bestimmt auch noch super viel anderes übersehen. In so einer kleinen Extra-Folge könnte man das dann nochmal sich angucken, alles. Ja, aber nicht jetzt. Ich will jetzt nicht mehr so kleine Sachen machen, sondern ich will auch mal in das neue Gebiet gucken. Und ja, wenn hier auch schon die Leute stehen, dass hier die Quests weitergehen, dann ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass wir nicht allzu viel verpassen. Also, dann fangen wir mal an und reden als allererstes mit dir. Dir haben wir ja auch geholfen, deine Sewing Needle zurückzuerlangen. Good to see you, Master. Do you remember me? Bok, the demi-human. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Okay, Kleider anpassen. Okay, ja, können wir hier bei ihm einfach machen. Okay, aber das können wir auch so schon machen, oder nicht? Weil das hatten wir doch mit den... Schon freigeschaltet mit der Sewing Needle, oder? Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and, well, I am your personal seamster after all. Okay. Also, wenn wir jetzt... Also, es kostet ja trotzdem noch Runen, ne? Aber wenn wir jetzt sagen wollen, jo, wir wollen das geändert haben, dann... macht er das für uns. Okay, und wir können es auch wieder hinmachen. Ja, die, also, wenn man Sachen ändert, kriegen die halt so ein bisschen weniger Verteidigung meistens, sind dafür aber dann auch ein bisschen leichter. Und, ganz interessant, für die Leute, die... Oh, going so soon? Please do be safe on your journeys. Ja. Und für die Leute, die auf Story achten, die Dinge haben dann meistens auch, ja, also, nee, haben auch immer dann nochmal eine komplett andere Story. Also, wenn wir uns das hier angucken, das um den Hals getragene Brett ist mit einem ausladenden Baum verziert, dessen Wurzeln und Äste 2 Löcher bilden. Dies ist ein selbst aufgelegtes Joch, das die Ergebenheit des Trägers gegenüber dem Erdenbaum demonstriert. Und wenn wir den jetzt nochmal umändern. Also hat jetzt zwar 800 Runen gekostet, aber who cares? Achso. Konnte ich das jetzt überhaupt machen? Ich hatte gar nicht mehr 800 Runen, oder? Ah ne, ich hatte nur 400.
Achso, kostet es also nichts? Kann sein, dass es nichts... Ah, okay, es kostet nichts. Gut. Und ja, die Sets sind schon mal anders. Und hier steht, das um den Hals getragen... Nee. Okay, bei dem ändert es tatsächlich nichts. Aber ihr könnt mir vertrauen, bei dem anderen Sachen so ändert das auch was. Also ich habe schon gesehen, dass es was ändert. Bei anderen Sachen. Deswegen. Aber okay, das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Sorry dafür. So. Hallo. Bist du nicht tot gewesen? Du warst doch in zwei getrennt, oder sehe ich das falsch? Hallo? Ist jemand da? Mein Name ist Hayata. Und ich gehe in search of the distant light. Wenn ich so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes... Eat? I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Du willst die essen? Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. Oh nein, you are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Wie ihr wünscht, habe ich dafür bekommen. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Du hast den nicht wirklich gegessen. Oh mein Gott, ja, also vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir den Boss gemacht haben, vor ganz vielen Folgen, haben wir eine von diesen Cheribi-Trauben da bekommen und das sind einfach straight up verfaulte Augäpfel und sie isst das? Dieses Spiel. Ja, na gut, okay. Dann machen wir uns auf, würde ich sagen. Und vielen Dank für den Follow von Faith Ruby. Dankeschön. Ich hoffe, du hast Spaß hier im Stream. Beziehungsweise, ne, für die Leute auf YouTube, ich hoffe, ihr habt Spaß dann bei den Videos. So, wir haben direkt eine Kirche hier. Kirche von Irith. Hier ist noch eine heilige Träne. Ich kann bald in den Baden. Und hier ist auch noch jemand. You're tarnished, aren't you? Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Plinstone Sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. 10 Runen, ja, die habe ich. Bless you, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Okay. Schimmerstein, Kiesel, Bogen und Sternenlicht. Ja, okay. Ich muss mal gucken. Ah, die kosten halt auch eh schon alle Weisheit, ne? Also ich will ja auch unbedingt noch so ein Magiebild bauen, aber dann halt erst später, wenn ich halt reskillen kann. Ich hoffe, dass es das gibt. ansonsten können wir halt nur so ganz bisschen Magie machen. Aber ich muss auch erstmal bei dem anderen Job noch gucken, was ich da noch alles kaufen kann. Also ich farm nochmal Runen, kaufe mir nochmal alle Spells und dann gucke ich auch hier mal, dass ich alles kaufe. Was ich dann noch nicht habe. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering. The Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning.
Okay, und wie kriegt man so einen Schlüssel? Find yourself a Glintstone key. Without one, you can't pass through the academy and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a Bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the academy. Also, ich weiß noch nicht, ob wir ihnen so vertrauen können, aber mal gucken. Also, es kommt alles sehr so vor, als ob er sich sehr bei uns einschleimen will. Aber wenn die Türen zur Hauptstadt, also wenn hier die Türen zu dem Punkt geschlossen sind und das zur Hauptstadt führt, dann heißt es doch, dass seit den Jahren, als die das Siegel gemacht haben, seit dem Zeitpunkt ist nie jemand mehr zu der Hauptstadt gekommen, oder? Oder sehe ich das falsch? So habe ich das jetzt zumindest verstanden. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Okay, also ist so die Frage, auf welche Seite man sich stellt, oder wie? Ja, vielleicht finden wir noch jemand anders, aber also an sich würde ich sagen, ich würde ihr erstmal vertrauen, weil wir kriegen halt bei ihr unsere Zauber. Ne? Schade. Ja, der Hammer natürlich ist sehr langsam, by the way. Da hinten haben wir angefangen auf diesem Fleckchenland. Oder, naja, was ist denn das? Zählt das als Insel? Ja, ne, wahrscheinlich. Da haben wir unsere ersten Schritte gemacht. Ja, also ich würde ihr erstmal vertrauen, weil sie gibt uns ja unsere Zauber. Und wir sind ja auch schon Lehrling bei ihr, ne? Also. Da ist es jetzt auch nicht mehr so einfach zu sagen, nö. Wir haben jetzt keinen Bock mehr. Wärmender Stein. Oh mein Gott. Ihr habt Leben. Und ich habe eine Fatroll. Naja, das ist nicht ganz so das, was ich wollte. Schön, dass wir beide einfach dasselbe gemacht haben. Da. Oh mein Gott. Was? Was? Ja, okay, wir haben unseren ersten Tod der Folge hier. Hä? Wie soll man die töten? Ich bin jetzt schon überfragt, ne? Und wir haben gerade erst reingestartet in den ersten Kampf. Okay, aber ich muss meine Dings auch nochmal ein bisschen umändern. Meine Ausrüstung. Weil Federal, nee, nicht so Bock drauf. Ja, ich habe noch ganz viele Sachen, ne? Die könnte ich halt auch alle verkaufen. Haben wir nicht noch hier so vielleicht ein bisschen... Mann, wieso ist denn alles hier so schwer? Das wäre mittlere Last. Ha. Warte, die ist sogar schwerer 10, okay. Die ist nur 8 tatsächlich? Ja, na gut. Dann müssen wir so rumlaufen. I guess. Naja. Okay, das ist schon mal der erste Ort, den ich nicht verstehe. Das ist auch schön.
Aber eigentlich sind das doch, ja. Eigentlich sind das diese Skelette, also. Eigentlich sollte man die auch so. Oh mein Gott, dauert das lange aufzuladen. Eigentlich sollte man die doch auch so erledigen können, richtig? Ah, vielleicht habe ich ihn nicht ganz getötet gehabt, weil er ist ja jetzt auch auseinandergeflogen. Akademische Schriftrolle. Ah, nee, Akademie-Schriftrolle tatsächlich. Okay. Akademie-Schriftrolle. Ja, da wissen wir ja auch, wo wir die hinbringen können. Ich glaube... wollen wir da oben nochmal hingucken? Ja, doch. Ich gucke da oben nochmal hin. Denn... das ist nicht oben, das ist unten, wo ich gerade lang laufe. Denn ich habe... ah, nee, das habe ich, glaube ich, nicht auf dem Hammer drauf. Dieses göttliche... das habe ich nur auf dem anderen drauf. Seine Augen leuchten auch, kann das sein? Ja. Nein. Junge, der ist halt schon wieder ganz krass, ne? Okay, wie auch immer er danach daneben gehauen hat, also... boah. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Gegner? Okay, ich glaube, wir sind jetzt wieder im schwierigen Gebiet. Wir haben ja auch letzte Folge am Ende nochmal versucht, einen Schmelztiegel-Ritter da zu besiegen. Den würde ich auch gerne nochmal probieren. Aber ich habe jetzt so ein bisschen Angst, wenn die hier auch so schwer sind, dass ich dann doch tatsächlich erst noch, ja, mich bessern muss. Aber ich glaube, ich würde den nämlich gerne probieren, den Schmelzziegelbuster, mit parieren. Vielleicht passt das besser, den komplett zu parieren und so. Weil dann sollten wir den schon schaffen können. Kannst du mal bitte absteigen, wirklich? Das hat ja Jahre gedauert. Komischer Ort hier auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh, die zwei neben dran zu besiegen ist halt super, super nervig, ne? Aber ich will den töten. Das kann doch nicht angehen, dass das so ein schwieriger Gegner ist hier. Oh Mann. Ja, weil ich habe jetzt halt auch die ganze Zeit im ersten Gebiet gechillt, ne? Also. Hallo? Okay. Kein Wunder, dass ich jetzt auf einmal hier im zweiten Gebiet dann die Gegner schwer finde, ne? Wenn ich vorher. Ich konnte vorher wirklich meine ganzen Waffen noch immer wechseln, also, ne? Vielleicht sollte ich auch den Hammer mal upgraden. Also den habe ich halt noch nicht abgegradet. Das ist ja auch dann nochmal ein bisschen weniger Schaden, den er macht. Ach komm. Ja,
muss halt erstmal die... die zwei töten, bevor ich hier irgendwas machen kann. Also den... die Fernkampfleute, das meine ich. Ach so, das hat den anderen nicht getötet. Okay. Okay. Sehr cool. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Mal ihn hauen. Einfach so, damit er vielleicht zerfällt. Ah, okay, okay. Ich habe beim ersten Mal tatsächlich dann nicht geschafft, ihn zu... zu töten. Mit dem Finisher, okay. Crazy. Ja, das war ja auch schon wieder was jetzt hier, ne? Naja. Oh, wie kommen wir hier runter? Ich würde als allererstes eigentlich sagen, wenn wir jetzt hier in dem neuen Gebiet reinreiten, dass wir uns angucken, wo unser... Da, okay, ich hab's schon markiert. Unsere allererste Karte ist, die wir bekommen können. Denn die wäre mir schon sehr wichtig. Junge, okay. Also Haltung brechen tut das Ding halt wie eine 1. Also wirklich. Noch nie in meinem Leben so viel Haltung gebrochen. Bitte werf nichts auf mich. Ist ja ekelhaft. Ein Angriff und Haltung ist gebrochen. Okay, das ist schon crazy. Ich liebe diesen Hammer. Der ist ja mal so cool. Hier ist was drin, ne? Okay. Ja, na gut. Das ist, ja, okay. Letztendlich ist es Loot, ja, aber... nichts, was der Rede wert wäre. Handbuch des Schimmersteinmetzes. Okay. Da gucken wir doch mal direkt ins Inventar. Kuckucksschimmernstein. Nee, Schimmerstein. Immer Schimmernstein. Was ist denn mit mir los? Das hier. Aha. Kristallknospe. Die haben wir ja auch schon mal benutzt, als wir wegteleportiert worden sind nach Kellet oder so. I don't know, wie das noch hieß. Okay, der aufgeladene Angriff dauert halt nochmal länger, ne? Aber an sich ist der halt sehr, sehr, sehr nice. Dann. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich den aufgeladenen Angriff deswegen so mag. Ich glaube, den mag ich nämlich nicht so. Aber der Rest ist bis jetzt super, super nice. Und wir haben hier auch nochmal einen neuen Händler. Okay. Das bedeutet, ich kann nochmal ordentlich farmen wahrscheinlich, ne? You're new. Surprised you found me in my little nook. No matter, no matter. Your money's as good as anyone else's. Why don't you take a look at my wares? Oh, but don't ask me how I got my hands on them, eh? Okay. Sehr suspicious. Die haben wirklich alle eine andere Farbe, ne? Oh, okay. Hier kann man eine teure Laterne kaufen. Aber, ja, brauchen wir nicht. Weil wir haben eine im Inventar und wir können auch nur eine benutzen, ne? Also... so, dann Schmiedesteine. Auch Schmiedesteine 2. Okay. Da Handbuch des nomadischen Kriegers. Das 11. Handbuch schon. Ja, das würde ich mitnehmen. Und ja, dann den Rest einfach alles kaufen, wenn wir... wenn, also nach der Folge einfach dann. Ja.
Astrologen-Sachen. Aber scheint, ja, eine ziemlich, wie nennt man das denn? Leichte Kleidung zu sein. Apropos, warte mal. Ja, ich will das jetzt nicht alles verkaufen. Machen wir wann anders. Wir gucken aber eben einmal hier rein. Was haben wir neu? Ich weiß es nicht. Kristallwurfpfeil, zauberischer Trockenleber und Knochensplitterpfeil. Knochensplitterpfeil, okay. Die Kristallwurfpfeile. Oh. Die sind strong. Davon mache ich mir mal ein paar. Denn man kann mit denen was machen. Das werde ich euch dann vielleicht auch nochmal irgendwann zeigen. Aber wir hatten schon einmal die Gelegenheit dafür, aber ja. Und hier, das hier noch. Okay. Ja, na gut. Okay. Wie gesagt, ich farm das dann und dann können wir uns das weiter angucken. So, wir sind schon, ja, nah dran. Hier ist alles unter Wasser. Okay, was seid ihr? Sehr, Dings. Wenn die sterben, ein sehr interessanter Schrei. Ist da eine Höhle? Nee, da verguck ich mich nur, oder? Ja, da habe ich mich nur verguckt. Okay. Oh, hier aber durchs Wasser zu reiten, ist schon ganz cool. Ey, ich habe eigentlich meinen Angriff gemacht. Aber na gut, dann halt nicht. Oh mein Gott, was? Doppelt Haltung gebrochen. Und ja, wir brechen auch immer deren Angriff ab. Also so ein richtig schöner Bonk-Playthrough ist es gerade. So, Liurnia Osten. Karte gefunden. Oh mein Gott, was? Bis hier ganz oben hin? Aber warum das Gebiet denn nicht? Naja. Okay, ja, dann machen wir uns heute so hier auf, oder wie? Beziehungsweise das hier oben, da muss man auf die andere Seite reiten. Ja, dann gucken wir uns heute mal das Wassergebiet hier an. Oh mein Gott, hier werde ich halt ordentlich was verpassen. Ganz viele Bäume und so. Warte mal, was? Seid ihr? I don't know, was das sind. Grabfeilchen. Okay. Drop die auf jeden Fall. Oh, da geht's hoch. Okay, ich habe vielleicht doch gelogen. Okay, so hoch war das auch. Oh, na. Oh nein. Wir gucken mal rein. Ich weiß nicht. Hier in dem Gebiet Bosse zu machen. Adan, Dieb des Feuers. Ich habe auch mein Inventar so ein bisschen umgestellt. Was so? Okay. Cooler Ding. Cooler Angriff, aber bitte unterlass das. Das nächste Mal. Okay, warte, explodiert gleich wieder. Okay, ja. Aber wenn er das nochmal macht.
Schade. Er hat zwei nicht genommen, nicht gut. Mann, immer dieses Input-Reading. Mann, das ist ja schlimm. Schade. Oh mein Gott, was? Du hast... Ja, okay. Hau doch halt noch länger auf mich rauf. Ja, wie gesagt, ich würde die Bosse erst so verschieben auf so... Später. Vielleicht ist der ja auch schon so der Boss, der auf dem Level ist wie der Schmelztiegelritter, den wir hatten. Okay, aber ja, wir können uns markieren. Boss. Ich weiß nicht, manchmal markiere ich Kämpfen mit einem Schwert, manchmal mit dem Totenkopf. Ich habe da selbst keinen Plan. Okay, auf dem Pferd mag ich den Hammer nicht. Das dauert mir zu lange. Das dauert mir viel zu lange. Was bist du? Oder was kannst du? Okay, ist das so ein Hinterhalt hier, oder? Toll. Ich warte 2 Minuten vor dir, du machst nichts. Wenn ich auflade, dann auf einmal aktivierst du dich. Ich habe auch hier zum Beispiel... einen Weg übersehen. Hier kann man tatsächlich lang und dann ist man auch hier. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Das ist so ein kleiner Weg. Hohohoho. Einfach so platt gemanscht. Den guten. Alter. Das ist so brutal. Den einfach die Köpfe zu zerdrücken. Ah, hier sind diese Kristalldinger. Okay. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es die hier gibt. Hä? Ich höre hier doch noch was. Aber die verstecken sich auf jeden Fall hier so. In den Gebüschen. Ja, stimmt, wir sehen ja auch neue Gegner jetzt dann, ne? Aha, wie cool. Also, ja, ne? Haben wir ja schon 2 neue jetzt gesehen. Okay, da vor uns ist schon wieder ein Lager. Auch hier noch was. Ja, zum Glück war da keine Schlucht. Sonst hätte ich jetzt die Arschkarte. Da können wir nicht einfach wegreiten? Was sind das hier so? Ist das hier so ein Kult oder was ist das? Die hat eine sehr coole Waffe, aber ich weiß nicht, ob wir die bekommen können. Wahrscheinlich schon, ne? Aber... Ich glaube es nicht.
Okay. Oho, okay, cooler Angriff. Wieso kann ich keinen Sprungangriff ausführen? Das ist, da habe ich so wenig Kondition. Kann natürlich sein, dass man so viel Ausdauer braucht für den Hammer. Ja, okay, doch. Ja, schon, ne? Beziehungsweise er ist halt auch einfach langsam. Ey, dass ich nicht trotzdem nach jedem Treffer einmal heilen muss, ne? Nee. Einmal Feuer reicht mir. Sehr schön. Okay. Das waren schon mal Gegner hier jetzt. Aber waren das alle? Ja, die restlichen sind ja gegangen, ne? Ich hoffe nicht, dass die nochmal wiederkommen. Geräuchertes, gesprenkeltes Fleisch. Das sieht crazy aus. Von den Farben her, also ich weiß ja nicht. Feuer spornt mich an. Und Gebetbuch der Feuermönche. Ah, das sind Feuermönche. Ja, doch, okay. Ja, wenn du mir das so erklärst, dann check ich schon, ja. Aber ist die Frage, was Feuermönche denn dann... Ist das Magie? Sind das Anrufungen? Das sah eigentlich schon aus wie Anrufungen eher, ne? Feuermönche mit Glauben. Gläubische Feuermönche. Ja, doch. Okay. Lief nicht so gut. Ja, okay. Weg da. Schade. Ja, das ist unvorteilhaft. Uiuiui. Immer dieses Input-Reading, ne? Also wirklich, wenn die nicht wüssten, wann ich mich heile, dann wäre das Spiel dreimal einfacher einfach. Einfacher einfach ist auch ein cooler Satz. Schade. Ja, Feuer bringt wahrscheinlich nichts gegen die, ne? Sind aber auch nicht so gut im Ausweichen. Oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, dass ich da noch gestorben bin. Okay, okay, okay. Ja, ne? Na gut. Okay, gehen wir mal zurück dahin. Also ich glaube doch, den kann ich kriegen. Was habe ich mir hier markiert? Ich weiß es nicht. Ganz viele von denen. Oh, der Himmel. Oh, Sternenhimmel sind so cool, ne? Sehen so schön aus. Wieso ist die Musik so extrem gerade? Ich
Passiert hier gerade was Krasses, oder? Okay, Bolzen. Oh, lol, die können auch Sprungangriffe. Das ist ja cool. So, du wirst platt gemacht. Ja, und den machen wir mal so weg. Ja, ich glaube, wenn ich den Hammer richtig wirklich spielen will, bräuchte ich noch ein bisschen mehr Ausdauer tatsächlich. Obwohl das schon mein längster Stat ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Oh Mann, ich muss den Großen da wegkriegen. Wie? Du hast ihn einfach nur wieder hochgehoben. Ach, komm. Hä? Er hat einfach... Ach Mann, er hat den Hammer einfach nicht geschwungen. Er hat ihn einfach wieder... Ja, okay, gut. Angriff abgebrochen. Wo ich mir so denke, hä? Naja. Es ist, also das Problem ist halt, dass es eine große Gegnergruppe ist, ne? Ansonsten, ich könnte auch mal probieren, wie schnell ich... bei denen bin, wenn es darum geht, dass ich meine Waffe wechsle, weil das ist ja eine schnellere Waffe. Vielleicht komme ich dann besser damit klar. Soll ich das mal ausprobieren? Wir können auch die Waffe mal, den Flegel, ausprobieren, aber habe ich mir gedacht, nicht jetzt. Vor allen Dingen, wenn die Gegner jetzt stärker werden, dann vor allen Dingen nicht jetzt, so dann. Krass, ne? Dieser Berg da. LOL. Also, das läuft ja so viel besser. Oh. 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 So, du bist schon mal weg. Wieso kannst du auf einmal Flammenwerfer-Sachen machen? Gefühlt zweite Phase bei ihm aktiviert, ey. Okay. So, jetzt aber. Junge. Aber davon so die Robe und so, wäre, glaube ich, ganz nice. Aber ja, ne? So. Das steht ja auch noch in den Sternen. So, wir hätten unsere Skelett-Miliz hier noch, um den Kampf zu vereinfachen, falls das hilft. Die Mönche sind hier aber auch im Nachteil. Ich habe gehört, dass es sehr viel regnet hier in diesem Gebiet.
Wobei ich auch sagen muss, meine Axt ist tatsächlich besser für Backstabs. Junge, was? Die werden ja so destroyed. Ach komm. Nein. Ja, so. Kam weg mit dir. Oh, er hat was gedroppt. Ja. Das, okay. Na gut. Er hat was gedroppt. Ja, okay. Ja, bitte. Ich muss das wiederbeleben. So. Dann haben wir das ja hier schon, ne? Also, was heißt schon? Das ging ja auch schneller eigentlich, aber naja, ne? So, hier ist noch so ein Flap-Flap. Ach komm, dann steig ab. Na, ich... Oh mein Gott, was? Das war ja so unfair. Das war ja so unfair. Oh Mann. Also ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Das fand ich schon sehr unfair gerade. Ich habe meine Konter gemacht. Und dann hat der andere, war aber noch nah genug an mich dran und hat mich gegriffen. Okay, jo, chill halt. Also... Naja. Okay. Ja, vielleicht. Ich kann ja auch den umändern. Wenn wir gerade eh. Also, ich will unbedingt darauf spielen, dass ich den Hammer habe. Aber vielleicht ist er jetzt gerade noch ein bisschen zu langsam, wo ich die Gegner lernen muss. Aber so eine Folge oder immer mal wieder spielen, weil. Ich mag den sehr, der ist sehr cool. Aber ich muss da dann noch mehr reinkommen, ne? Ich glaube, insgesamt bin ich halt besser mit so einer schnellen Waffe. Weil ich konnte ja eh die ganze Zeit eigentlich nur... Also, das ist halt auch so eine Sache, ich könnte halt ausschließlich kontern so, maybe. Wenn ich halt immer nur wegrenne, Ausdauer regeneriere und dann konter. Aber das wäre halt mir auch irgendwie zu langsam und auch unspektakulär. Ach komm, also das war doch einfach straight up Bullshit. Weg. Hör auf. Mann, fliegende Gegner. By the way, warte mal, fliegende Gegner, ne? Warum kümmere ich mich nicht immer um fliegende Gegner so? Also das ist ja... fliegende Gegner, Fernkampfangriffe. Das ist einer der Grundlagen von Videospielen. Ja, hier steht bestimmt auch eine Nachricht oben, wenn man online spielt. Aber ich habe online wieder ausgestellt. Und weswegen gab es jetzt hier diese kleinen Racker? Einfach nur um zu nerven, oder was? Naja, okay. Stimmt, ich wollte wechseln. Nicht werfen. Sind wir noch im Kartengebiet? Ja, gerade noch so. Okay.
Und hier beginnt dann so wieder so ein ekelhafter Giftsumpf, oder was? Wo niemand hin will. Ja, weiß ich nicht, ob ich da gerade rein will. Das ist dann halt eine andere Folge. Weil, Gift und so. Nee. Nicht so Bock. Ja, aber hier kannst du halt auch basically, also hier findest du ja nichts. Oh, was ist das hier? Das sind wieder diese Kristalle. Leute, das sind Schnecken. Ach so. Jetzt habe ich es gecheckt. Eisschnecken, by the way. Magie, Eisschnecken. Ah, okay. Aber die sind cool. Ich mag die. Mhm. Ja, und hier gibt es halt Schimmer. Dein Glühwürmchen. Aber ansonsten... Ah, warte, da ist noch eine. Die tarnen sich aber echt gut, ne? Okay. Gucken wir mal... nein. Das meinte ich nicht mit gucken. Gucken wir mal weiter. So. Also... So wie die leuchten, würde ich mir davon den Steinen, die ich da gerade weggetreten habe, einfach welche mitnehmen eigentlich, aber... Naja. Okay, da ist wieder Octopus City. Ja, okay. Ja, nicht zweihändig nehmen, weil dann kann ich trotzdem jetzt noch irgendwann angreifen. Ja, also die kann man nicht töten ohne Bluten oder Staggern. Also, die haben so extrem viel Leben. Das ist ja so unbelievable. Die Kleinen gehen ja noch. Hallo Patches. Was machst du hier? Oh well. It's been a long while. It's me. Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier. So I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium. Now open in Rhea Lucaria. Okay. Ja, du hast sonst noch immer die gleichen Sachen, so circa, ne? Ja. Hol ich mir das nochmal. Das könnte man sich sonst nochmal holen. Okay. Aber die sind halt Schnapper, ne? Aber die sind so gut. Das sind 2 Minuten. Erhöhte Runenausbeute. Also, die sind halt so gut. Aber, apropos. By the way, have you met that girl, Raya? She's a strange one, but I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? Okay. Wer war das jetzt nochmal? You're making your way to the Erd Tree. Ja, so. Versuche ich. I heard something that might help.
a special means of reaching your destination. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked wheels. But long ago, they were endowed with a spell of transposition. And get this, a surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria, its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. Yeah. Oh yeah. Great story, isn't it? I'll tell you as many times as you like. There's a surviving Iron Virgin at the bottom of the big water wheel in the Academy of Okay, big water wheel at the Academy. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann. Aber ich versuch's mal. So, Flasche verstärken. Yep. Da braucht man anscheinend auch immer nur eine Träne oder so. Also. Passt das? Okay, und wir sollen hier so nach oben. Okay. Wahrscheinlich ist die Karte deswegen auch da in die Richtung aufgedeckt worden. Gut. Aber. So halbwegs systematisch, dass wir einmal bitte durchgehen. Was bist du? Sieht aus wie so ein Riesenhund. Von nicht den Halbmenschen, ne? Doch, Halbmenschen, okay. Es sah schon sehr halbmenschlich aus, aber andererseits sah es auch so sehr aus wie diese neuen Gegner, die wir da haben. Wieso hast du ein Dings auf den Kopf? Weg, was ist hier? Ein Glassplitter, ja, na gut. Hier, by the way. Ach komm, jetzt hat er das abgefangen. Oh, ich konnte ihn tatsächlich noch abwehren, okay. Ey, nee, 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 nee. Also da habe ich abgewehrt. Das nehme ich nicht hin. Also, wie hat er denn... Okay, er hat seitlich geschlagen, I guess. Aber, Really? Internet, really? Dass du jetzt abkacken musst? Naja. Ja, nee, das machen wir nochmal. Wo war der? Fangen wir mal so an, dass wir uns ein bisschen so versteckt haben, weil dann können wir zumindest ein paar davon erledigen, bevor dann der Große kommt. Ja, das lief sehr gut eigentlich. Oh mein Gott, ich wollte mich die ganze Zeit heilen, aber er war so nah dran. Ich finde es so crazy, wie krass viel schwieriger die sind, die hier jetzt sind. Im Vergleich zu dem, was wir halt auf der kompletten unteren Hälfte gefunden haben hier. Das war alles so... Könnt ihr euch noch an... Wo war denn den Gegner hier erinnern? Junge, war das ein Pushover.
Also, den habe ich ja, weiß ich nicht, gefeifittet oder so. Ey, ich glaube es nicht. Na, wir pullen die mal ganz weit weg hier. So, ja, schön. Hallo? Ansonsten wird immer alles gebuffert, ne? Wirklich. Jeder Angriff. 3 Minuten später, nachdem ich klicke. Jetzt? Digga, ich klicke, wird zweimal abgebrochen. Mein Angriff. Und steht dann einfach eine Sekunde. So, hä? What the hell? Ja, aber ich glaube, so wird es wieder weiterhin laufen, ne? Also, bis ich halt das entsprechende Level habe. Dass ich wieder eigentlich ein bisschen zu stark bin für die Gegner. Werde ich hier ganz viel weinen. Wieso greifst du denn nicht an? Den vor dir, also. Das ist straight up einfach dumm. Aber ein Kamera drehen ist auch immer so kacke. Mhm, ja, gut gemacht, aber. An sich halt einfach, meine ich. Er greift sehr, sehr, sehr viel an. Okay, den zumindest schon mal weg. Jetzt noch überleben bei dem hier und dann... Okay. Jetzt können wir uns auf den konzentrieren, zum Glück. Und ein Angriff noch, ja. So. Der Angriff braucht nämlich zu lange bei ihm, deswegen hat das funktioniert. So. Dann sind wir auch hier mit dem Lager durch. Ich weiß halt nicht, ob das interessant ist für euch. Wenn ich halt 3-4 Mal immer ein Lager probiere, damit ich es hinkriege. Weil letztendlich, ich kann auch einfach durchlaufen und den Gegner nicht besiegen. Aber es ist ja, denke ich, cool, halt den Gegner zu sehen. Aber dann dauert es halt dadurch auch sehr lange, ne? So, jetzt weiß ich gar nicht. Da sind auf jeden Fall noch welche. Okay. Ja, diese Rosen sind so schön, ne?
Dankeschön. Nehmen wir mit. Ja, hier ist ja das Ding dann schon, ne? Das Gebiet, also... brauchen wir da aus uns gar nicht mehr lang. Da ist noch eine Mücke oben. Ja, nee, die... spare ich mir. Man sieht halt super schlecht, wo man hier ist, ne? So, ich dachte, die blauen Blumen kann man aufheben, aber nein. Das leuchtet schon sehr, wenn man die aufheben kann. Da ist ein Teleporter. Ruin von Lashkiria oder so. Lashir oder sowas. Oh, okay. Und hier ist auch noch ein Weg nach unten. Okay. Ja, okay. Dass hier niemand ist, das glaube ich nicht. Okay, ja, die teleportieren uns auch wieder. Nein. Gespensterrufende Glocke. Oh. Warte mal. Warte mal. Ist das nicht... ja, genau, hier. Eine Glocke der Gespensterbeter. Läutet die Glocke und verbraucht FP, um rastlose Gespenster zu beschwören. Die Glocke kann mehrmals in Folge geläutet werden. Gespenster sind der Legende nach die rachsüchtigen Geister jener, die als Verfluchte starben. Ja, also, das ist doch... ich kann doch jetzt die legendären Sachen rufen, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Oder? Nee. Kann man das nutzen? Oh. Okay. Aber warum ist hier niemand drinne? Ich kann hier meine Geister rufen. Wieso? Also meine Kriegsasche. Nicht Kriegsasche, meine, ne? Okay, wartet nochmal. Ja, nee, okay. Also das ist halt einfach so ein Magiegegenstand jetzt. I guess. Aber wieso da kein Boss drin ist? Ich habe keine Ahnung. Also, ja. Also sind das so Geister, die die dann als Angriff nutzen, okay? Aber wo kommen die? Kommen die aus der Geisterwelt auch her? Ritualtop! Die schreien auf jeden Fall immer noch sehr gequält. Ach so, warte, das ist einer. Ich dachte, das sind drei. Du sahst so ekelhaft aus. Bah, ekelhaft. Junge, ey, ich bin wirklich, ich war Beyblade. Also nee, Beyblades drehen sich und rollen nicht. Aber wirklich, ich war so viel am Rollen. Ja, na gut, hier haben wir auf jeden Fall unseren Boss dann. Für den Dungeon da unten. Glaubt ihr, die sind schwach gegen ihre eigenen Sachen? Ich muss da... das ist nicht mal eine Waffe, ja stimmt. Ich muss das als Gegenstand ausrüsten. Da. Der hat doch safe irgendeine Bedeutung. 4, okay. Ja, oder halt einfach zu meinen Runen hin, das geht noch einfacher. Was bist du?
Du scheinst mir sehr crazy zu sein. Aber nee, du bist gar nicht so krass. Sag mal, wie viel wollt ihr noch rumzaubern hier? Wie treffe ich sie nicht? Ich weiß es nicht. Ich würde das gerne mal probieren. Naja, also so viel Schaden machen wir jetzt nicht. Ich weiß halt auch nicht, was für ein Magietyp das sein soll. Ist das Feuer so ein bisschen? I don't know. Man kann hier auch nicht reiten, okay. Spring da bitte hin. So. Die haben wir. Die holen wir eben schnell. Hallo? Okay. Ich... Komm, es ist so nervig, das falsche Ziel anzuvisieren. So, ich glaube, wir sind wieder bei der Zeit, wo wir Kriegsaschen auch öfters nutzen sollten. Sag mal, wie viele gibt's von euch eigentlich? Ich bin sowas von tot hier einfach. So, weg mit dir. Du machst keine doofen Lieder mehr. Ja, und dann kommt noch der letzte Angriff da durch, oder? Ey, ich glaube es nicht. Mann, warum spawnen hier 200 von diesen Dingern? Das ist das einzige Nervige in diesem Spiel. Einfach nicht diese Dinger überall spawnen lassen. Würde es nicht 400 Gegner geben, wäre das Spiel geil. Das ist so geil, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, ich war, danke, dass du mich angegriffen hast. Ich wollte mich aus Versehen heilen anscheinend oder so. I don't know, was da los war. Und beschwört er die oder kommen die auch einfach so hier aus dem Wasser? Okay, die kommen so aus dem Wasser. Ja, dann können wir erst die. Ist ja viel zu nervig sonst. So, jetzt habe ich aber die Arena auch für mich, oder? Okay, dass Geister so in den Ruinen sind, ist auch eigentlich logisch, ne? Brauche ich mich nicht wundern. Ich
Junge, dieses Spiel, es sieht so gut aus. Also so schön, wirklich. Hä? Mann, warum können die durch mein Spiel durchhauen? Es ist so dumm. Das ist nicht nice. Also überhaupt nicht irgendwie. Also okay, ja, ich kann verstehen, man soll nicht alles blocken können und so. Aber woher weiß ich denn, welche Angriffe durchs Schild gehen und welche nicht? Weil das ist halt, ja, okay, der geht hier durchs Schild. Ja, nee, der nicht. So, und es ist ja auch unterschiedlich. Manchmal gehen sie halt durch ein Schild, manchmal nicht. Ist ja nicht mal, da ist ja nicht mal Continuity gegeben. Oder zumindest habe ich bis jetzt noch keine gesehen, weil es halt, weiß ich nicht. So, aber wenn die was gedroppt, also droppen würden, dann hätte ich das schon bekommen, würde ich sagen. Weil ich habe ja jetzt schon echt einige besiegt davon. Na, okay. Und Hagenau, jetzt droppt er was, okay. Egal, muss das sein? Achso, ja, okay, die Grabpfeilchen. Ja, doch. Okay, das wusste ich auch schon vorher, dass sie das droppen. Oh, danke, Bro. Danke, danke, danke. Sehr hilfreich. Den Angriff zu sehen. Ja, komm, dann, wenn du immer nur dasselbe machst, dann. Okay, er hat nicht diesen viel Dings-Angriff gemacht. Okay. Oh mein Gott. Wie habe ich das denn noch überlebt? Das war ja so ehrenvoll von dir. Bam. Oh mein Gott, du bist ja so ekelhaft. Geisterteil-Lilie 2. Kann man die farmen hier? Ich weiß es nicht. Oh. Und ein Schmiedestein 3. Ja, und ein Teleporter. Ah, will ich da rein? Ja, ich will. Doch, schon. Oh Mann, mal gucken, wo wir jetzt hierher kommen. Oder hinkommen, besser gesagt. Bionia, das Seenland. Ach, das soll... Das Seenland soll das sein, okay. By the way, hier ist die nächste Karte. Okay, aber... Wir sind vor dem Schloss, kann das sein? Da will ich noch nicht lang gehen. Gibt es hier ein... Ja, da gibt es eine Grace, okay. Ich wollte gerade sagen, also irgendwo muss doch eine sein hier. Okay, also ich bin schneller zu diesem Schloss gekommen, als ich gedacht habe jetzt. Tatsächlich.
Karte des Treffpunkts. Ihr habt eine einfache Karte gefunden. Ihr könnt sie im Inventar ansehen. Eine einfache Karte bei einer Leiche gefunden. Scheint zu einem Treffpunkt zu führen. Der Mann, dem die Karte gehörte, konnte auch auf der Suche nach dem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. Einem Schimmersteinschlüssel. Okay, ja. Also, hier irgendwo ist das Ding. Der Schlüssel dafür, okay. Ja, und ansonsten kommen wir da nicht rein. Okay. Ja, gut. Dann war der ja gar nicht so schlimm, der Teleporter. Ist halt immer, ja, sehr random, ne? Kommst du zu einem guten Ort? Kommst du zu einem schlechten Ort? Oh, wir sind aber hier schon. Ein bisschen in der City. Oh, Schmiedestein 3 und Schmiedestein 2 erhalten von dem. Was? Gut, dass ich mich geduckt habe. Ja, okay. Das sind zwei. Wir nehmen den linken. Nein, mach einmal. Ja, auch. Und ich hat er das gehört? Anscheinend ja. Dass er das aber auch nicht hinterfragt. Dass hier einfach seine Brüder tot liegen, alles voll mit Blut ist. Nee, ganz normaler Sonntag für dich, ne? Samstag haben wir. Ja, komm, wir müssen den leider erst töten. Das war so dumm von mir. Warum habe ich nicht 2 Millisekunden gewartet, Mann? Ach, ja, ja. Okay, hier ist das Ding, dass wir Geisterarschen beschwören können. Aber ich will so normale Encounter, glaube ich, eher erstmal ohne machen. Oh, Knochensplitterfall gefiedert. Okay, neu auf jeden Fall. Eine Albino-Krabbe. Also wirklich, dass ich da so gegengeschwommen bin, ne? Also, das war ja dumm. Naja. Ah, den Eingang von dem Ding haben wir jetzt erkundet. Okay. Wollen wir uns noch um die kümmern hier? Oh mein Gott, sind da viele von diesen Giftdingern. Uäh.
Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte mich heilen, aber na gut. Du machst Eis. Nee, Schlaf. Okay, meine blutige Waffe ist jetzt auch noch blutig. Ja, na gut, ne? Das ist doof, da drin zu stehen. Das sollte ich unterlassen. Ich brauche Ausdauer eben. Ja, sehr schön. Gut, den haben wir auch. Dann kommst du als nächstes dran. Na, einmal noch. So. Und, na, schade. War ich zu langsam. Naja. Okay. Ja, habe ich jetzt mein Blutfett ein bisschen verschwendet, aber... Ja. Giftblüten. So, ich habe noch gesehen, dass hier was ist. Wieso kann man sich nicht... Okay, Pferd geht hier nicht mehr. Warum auch immer es hier unten nicht geht. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Aber ich höre hier auch was. Wo ist der denn? Ist der oben? Der scheint oben zu sein, über mir. Ja, das Seeland ist einfach versunken. Hier anscheinend. So. Oh. Warte mal. Hey. Okay, ich glaube, ich gehe mal den more intended way dahin. Ach so, du bist das. Alol, hallo. You, please, I can read them. Your fingers. Oh, bless you. Oh. Ja. Michaela's favor can be yours. Slaughter, slaughter, the all-hearing slaughtered, but alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Was? Sag mal. Bin ich so lost? Also von dem Text habe ich gerade nichts verstanden, aber ich glaube, der wäre auch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ich will hier weg. Aber ich höre doch hier noch irgendwo so ein Klingeltyp.
Also, hä? Ich dachte, ich kann den noch einsammeln und dann Folge beenden, aber irgendwie... Ich finde den ja nicht. Kein Plan, wo der sein soll. Oh, blau-weißer Holzschild. Okay. Ein weiterer Schild für uns. Ich muss nur die leise Vorahnung, dass er weiß, wo wir sind. Was? Ja, okay. Ich gehe außen rum. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Soldatenweinschutz. Sehr nice. Und dann Schmiedestein 2. Sehr schön, wie oft wir die jetzt bekommen. Das bedeutet, dass wir unsere Waffen bald schon verbessern können. Schade. Der schießt Wetten. Feuer. Okay, ja. Ja, ja, doch. Bist du blind? Hä? Was ist mit dir? Du bist ja komplett verloren einfach. Feuerblüte haben wir bekommen. Aber der war ja, also... Der war ja ganz, ganz, ganz verloren. Und ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele Seelen wir hier bekommen... wie viele Punkte wir hier bekommen haben. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Spawn-Punkt da, um Sachen zu farmen. Also Runen. Nicht Sachen, sondern Runen. So, wir haben ja hier noch gesehen, dass es hier eine goldene Saat gibt. Immer bei diesen, ja, ganz jungen Erdenbäumen. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier die Folge. Nächstes Mal geht's weiter, indem wir uns dann... Ja, ich glaube, da waren wir eh, ne? Also gucken wir uns dann hier diesen Weg mal so an. Und ja, dann nächste Folge vielleicht noch dann das Einsammeln hier, die Karte oder so. Ah, wobei, wir sind auch schon wieder nah dran, ne? Muss ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall war es das mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann vielleicht sogar bei der nächsten Folge wieder, weil ihr Spaß hattet. Und ja, ich bin gerade richtig Maschinenpistole schnell am Reden, ne? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bye bye!